Hallo zusammen, im Titel steht, eure Batterie-App belügt euch. Also das App von diesen Batterien hier, ob das eine Wemo ist oder eine Saftkiste oder Liontron oder Ultimatron oder alle Batterien belügen euch. Weil sie können es gar nicht messen. Ich habe zwar hier zwei, die machen es nicht, aber da komme ich später dazu. Warum belügt euch das App von Saftkiste oder von Liontron oder von Wemo? Wie ist so eine Batterie aufgebaut? Ich habe hier eine Batterie ohne Gehäuse, nackt. Wir haben hier, geht es dann oben auf die Pole. Sind also hier Rundzellen, wie auch hier bei unseren sind überall Rundzellen drin. Bei Liontron sind Rundzellen drin, bei Saftkiste sind Prismazellen drin, aber das Thema ist überall das gleiche. Ihr werdet von eurem App belogen. Was macht das BMS, was mit eurem App auf dem Handy in Verbindung ist? Das Kabel geht hier aufs BMS und hier direkt auf die Zellen. Das heißt, der ganze Strom, den ihr aus der Batterie rauszieht, geht über das BMS, Batterie-Management-System. Das ist auch richtig so. Wir könnten auch drehen und sagen, die Batterie hier, da komme ich nachher dazu, ich habe hier eine schöne alte Bleibatterie. Die belügt euch nicht mit dem App, weil sie kein App hat. Und diese Batterie, die wir jetzt neu haben, die Lithium, eine 100 Ampere für 480 Schweizer Franken, die belügt euch auch nicht, weil sie auch kein App hat. Aber jetzt gibt es ja die Möglichkeit, ich nehme so einen Shunt, den schließe ich in die Minusleitung von dieser Batterie hier. Ich kann sie auch bei der hier anschließen, macht aber keinen Sinn. Und dann fließt der ganze Strom über diesen Shunt. Der ist also der Batterie vorgeschaltet, wie das BMS. Da habe ich hier eine Anzeige, das wird dann mit dem Kabel verbunden. Da gibt es verschiedene Größen, 50 Ampere, 150 Ampere und 350 Ampere, das ist das Teil hier. Der sollte ausgelegt sein auf den höchsten Strom. Wenn ihr nur eine Kühlbox dran habt und ein bisschen Licht, dann reicht der 50 Ampere ohne Probleme. Und das Teil ist zum Beispiel hier in dieser Batterie oben drin verbaut. Also ich messe hier im Prinzip den Strom, der in die Batterie rein und in die Batterie rausgeht. Das gleiche habe ich hier beim BMS und bei diesen Batterien hier, ob Liontron oder Saftkiste. Diese Shunts oder diese BMS, die den Strom messen, die haben drei Probleme. Punkt 1, und ich vergleiche es einmal so mit einem Hotel. Ihr habt ein Hotel, beispielsweise hier, das ist eine 300 AH, hier ist 100 AH, das nennen wir so eine Saftkiste hier mit 300 AH. Ihr habt ein Hotel, das hat 300 Betten. Ein Lift, alle Betten sind im oberen Stock. Da sitzt einer vorm Lift und zählt, was in die Batterie reingeht und was rauskommt. Der macht so Striche, der zählt irgendwie, hat eine Liste und der zählt. Wenn Leute in den Lift reingehen, zählt er die Plus, habe ich mehr im Hotel. Wenn solche aus dem Lift rauskommen, zählt er Minus. Und das gleiche macht das der Shunt hier. Oder ich habe hier noch einen anderen Shunt, der ist hier hinten direkt verbaut. Aber es kommt das gleiche raus. Der misst. Der misst nämlich das, was reingeht und rausgeht. Aber wir wissen,
dass dieses Hotel eine Treppe hat. Und wir wissen auch, wir haben eine Selbstentladung bei der Batterien, bei den Zellen. Die reden wir von 5%, bei den Prismazellen von 3%. Es gibt aber auch Prismazellen, die haben auch mehr. Dann kommt es noch auf den Balancer drauf an, ob der aktiv ist oder passiv. Wir wissen, jeden Monat gehen da ein paar im Hotel hinten runter. Und die gehen ja nicht an dem vorbei, ob das der Schönt ist oder das BMS. Das zählt. Also der vor dem Zimmer sitzt, vor dem Hotellift sitzt, der sieht die nicht, die hinten runtergehen. Das ist das erste Problem, was der Zähler hat. Das zweite Problem sind ganz kleine Ströme. So, eine LED-Beleuchtung von einer Steckdose oder von einem Ladegerät, ein Standby-Verbrauch, so ganz kleine Ströme kann das BMS ganz schlecht zählen. Auch der Schönt hier, der hat das gleiche Problem. Der kann die ganz kleinen Ströme nicht zählen. Und der vor dem Lift hopft und sagen wir jetzt einer Liste zählt, wenn eine kleine Person hinter einer großen Person in den Lift reinläuft, sieht er die vielleicht auch nicht. Oder rausläuft auch. Das gibt Zählfehler oder Messfehler. Und die BMS und die Schönts haben auch das Problem, und der vorm Lift hockt, mit pulsierenden großen Strömen. Das ergibt sich beim Wechselrichter mit einer Kaffeemaschine dran. Eine Kaffeemaschine, die zieht 1500 Watt, 1000 Watt, wenn die Heizung läuft. Jetzt ist die Kaffeemaschine warm, der geht auf Null. Dann geht die Kaffeemaschine wieder an, beziehungsweise die Heizung, bock. Und das geht teilweise im 5-Sekunden-Takt rein, raus. Lässt einer einen Kaffee raus, geht er sowieso hoch, da kommt noch die Pumpe, aber die Pumpe ist meistens nicht so das Problem, sondern diese kurz impulsenden Ströme kann ein BMS nicht richtig erfassen. Wie auch der vor dem Lift sitzt, wenn da plötzlich 15 Leute in den Lift reingehen, haben eigentlich nur 12 Platz, aber es gehen 15 Leute rein, dann sagt er, oh ja, 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 das waren jetzt viel, vielleicht waren es jetzt 15 oder waren es so 14. Er macht seine Liste, ob laden oder entladen, spielt gar keine Rolle. So mit starken Strömen, die pulsieren, kurze Zeiten, haben diese BMS Mühe. Und auch die Schönts. Das haben die Batterien alle das Problem. Die schöne alte Bleibatterie hier, die hat das nicht. Die hat keine App. Wie kann man jetzt das umgehen? Weil die Folge ist ja, der zählt vor dem Hotel, der hat dann, keine Ahnung, 30% drauf. Oder jetzt bei der 100 Ampere einfach zum Rechnen, hat er noch 30 Ampere drauf. Oder die 300 Ampere von Saftkiste hier habe ich am Lager. Fragt mich an, schaut bei mir im Job. Die hat dann statt 30 Ampere hat die noch 90 Ampere drin. Und jetzt kommt die Putzfrau zum Liftboy und sagt, hey, heute sind wir leer. Heute habe ich kein Zimmer zum Putzen. Aber ich habe noch 30% drin. Und fatal sind hier solche, die sich so eine Batterie ins Wohnmobil oder das Boot stellen, im Herbst, bevor sie das Auto einwintern, schauen die, na ja gut, 80%, das reicht, bei 5% Entladung ist die im Sommer, Frühling immer noch voll. Da haben die einen kleinen Verbraucher dran, der ein bisschen zieht. Die Selbstentladung, die vielleicht größer ist, als der Hersteller angegeben hat. Dann geht er im Frühling gucken, so im Januar, Februar, oh ja, 70% ist super.
Nur, der hat keine 70% mehr. Weil die hinten über die Treppe runtergegangen sind, die hat er nicht gezählt. Jetzt der Liftboy, der weiß, die Putzfrau hat ihm gesagt, jetzt ist das Hotel leer, wir haben keine Übernachtung. Dann macht er Folgendes, er stellt seinen Wert runter auf Null. Er weiß jetzt ganz genau, jetzt ist keiner mehr hier. Ich fange jetzt bei Null an zu zählen. Gleiches bei diesem Schönt hier, den stelle ich dann ein auf 10 Volt. Und dann weiß ich, wenn 10 Volt sind, stelle ich mich auf 0. Da ist nichts mehr drin. Oder fast nichts mehr drin. Oder wir haben das Gegenteil. Der Liftboy zählt, ist irgendwo bei 90%. Und jetzt sagt der Manager, kommt vorbei vom Hotel und sagt, heute sind wir ausgebucht. Heute ist das ganze Hotel voll. Aber ich habe 90%, ich habe noch 10% Kapazität in der Batterie. Dann kann er sich raufstellen auf 100%. Weil er bei der Rezeption noch vorbeigegangen ist und die haben gesagt, du, wir haben keinen Schlüssel mehr. Wir sind 100% ausgebucht. Diese zwei Werte kann ein BMS nehmen als Referenz, 100% voll oder ganz leer. Und anhand der Spannung. Jetzt, wenn der in so eine Batterie verbaut hat, sowas verbaut hat, und im Frühling sind da noch 70% drauf, aber in der Realität sind vielleicht nur noch 10% drauf, weil ihr diese Batterie nie entladen habt und nie vollgeladen habt. Ihr habt die immer so miteinander geschwungen, Punkt, hat funktioniert. Aber wenn jetzt die lange rumsteht, bei 10 Volt geht die auf 0. Tack. Ihr merkt das nicht, weil schlecht Wetter ist. Ostern könnt ihr nicht verreisen, das Wohnmobil steht oder der Wohnwagen halt, wo es drin ist. Ihr habt keine Solaranlage, die ein bisschen nachpuffert, sondern nur eine reine Entladung. Da habt ihr 70% auf dem App und die Batterie ist leer. Was passiert bei dieser Batterie? Wenn die Zellen leer sind. Bei unseren ist so, bei 10,5 Volt könnte sie nicht mehr entladen. Dann schaltet dann das App auf 0. Aber ihr seht ja das nicht, weil ihr nicht beim Wohnmobil seid. Oder bei der Schrebergarten oder wo ihr so einen Teil montiert habt. Beim Schrebergarten ist nicht so ein Problem, da kommt immer wieder ein bisschen Solar. Die Batterie ist theoretisch auf 0, das App ist auf 70% oder 60%, ist ja immer noch voll. Die Selbstentladung geht weiter von den Zellen. Bei 8 Volt meldet sich unser BMS ab. Das Bluetooth geht nicht mehr. Ihr könnt hier mit dem Voltmeter an diesen Anschlüssen hier, die hier sind, beziehungsweise die hier sind, immer noch eine Spannung messen. Die geht runter auf 5 Volt. Ab 2 Volt nehmen Zellen Schaden. Also 2 Volt pro Zelle, 4 Zellen sind 8 Volt Batteriespannung. Aber die Batterie sinkt weiter. Und euer App hat da 70% angezeigt. Und jetzt gibt es Leute, die mir dann sagen, die Batterie war voll und plötzlich war sie leer. Aber jetzt geht ihr immer noch nicht zum Camper und lädt die Batterie nur ab. 6 Volt könnt ihr sie noch laden, jetzt bei unseren. Die anderen sind auch nicht weit daneben, ich kenne mich da zu wenig aus. Aber ich habe hier Batterien, die kommen mit 1 Volt an. Da messe ich mit dem Voltmeter so ein ganz einfaches. Spannung 1 Volt, 2 Volt. Das heißt 0,25 Volt pro Zelle. Also hier jetzt, bei Saftkist haben wir Prismazellen drin. Und hier habe ich dann pro Zellenblock 0,25 Volt. Und ab 2 Volt nehmen die Zellen Schaden. Weil euch
das App belogen hat hier auf dem Handy. Nur vertrauen auf das App. Es ist immer 70% und bei leerer Batterie macht es auf Null Tag von einem Moment auf den anderen. Dann kann man die Batterie vielleicht wieder retten. Man kann die Batterie laden. Entweder mit dem Labonetzgerät auf 1 Ampere stellen und 14 Volt Spannung anhängen und 7 Tage, 10 Tage lang laden, bisschen abhängig von der Größe von der Batterie, und wenn sie kommt, ist okay, wenn sie nicht kommt, ist schlecht, da gibt es eine andere Möglichkeit. Oder wir laden das hier, das ist ein 1 Ampere Ladegerät für Lithium-Batterien, so ein Schwebeladegerät, man kann sie auch fürs Motorrad nehmen, hat hier so 2 Zangen, da hängt man das Motorradbatterie an und das Ding hat eine Ladeleistung von 1,3 Ampere. Statt einem Labonetzgerät so eins, 7 Tage warten, 10 Tage warten. Wenn ihr sie dann hochbetteln könnt mit einem ganz schwachen Strom, okay. Wenn nicht, dann ist sie schon ziemlich tot. Es gibt dann die Möglichkeit, das Gehäuse aufzumachen. Also die Saftkiste kann man aufmachen, die Linetron kann man aufmachen, unsere kann man, die neue Generation, aufbrechen und wieder zusammenkleben und dann direkt hier Minuspol und dann die einzelnen Zellenabgriffe, die kriegt man hier über den Balancer raus, am besten Kleber weg, Stecker, und jede Zelle einzeln laden. Mit einer Spannung von 3 Volt. Dann könnte es gehen. Punkt. Jetzt stelle ich euch nochmal die Batterie vor, die euch nicht belügt. Das ist die alte. Oh, ja, die ist nicht angeschrieben. Das ist eine Bleibatterie. Ui, ist ja schwer. Oder unsere Lithium-Batterie ohne App, ohne Bluetooth, für 480 Schweizer Franken, 100 Amperestunden. Wir haben noch die größere, die 150 Amperestunden, die ist dann bei 740 Franken. Die große haben wir noch nicht, kann ja mal kommen. Aber so belügt euch das App eurer Batterie und das hat kein Einfluss, welcher Hersteller es ist. Es ist ein Zellproblem vom BMS oder vom Schönt mit der Anzeige, die innen drin ist. Das Problem haben wir auch bei der Bleibatterie, wenn so ein Schönt verbaut ist hier. Bei der Bleibatterie hat man gelernt, immer wieder laden. Und eine Lithium-Batterie immer wieder vollladen mit dem Ladegerät. Also hier ist ein Ladegerät, jetzt mit einem Industriestecker, ist ausgebaut für die Batteriebox, die es bei uns gibt, mit dem Wechselrichter. Über die Batteriebox mit der Basic-Batterie hier ohne Bluetooth mache ich euch einen Link hier. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.